Hallo Leute, auf halber Strecke zu unserem heutigen Ziel. Da sind wir hier auf einem mega schönen Plätzchen gelandet. Keine Ahnung, wie der Strand hier unten genau heißt, aber es ist richtig schön. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, es ist ziemlich windig. Ja, für uns geht es jetzt dann weiter in die Avacas-Gore, eine sehr bekannte Schlucht. Und wir sind schon gespannt, was uns am Weg in die Schlucht erwartet. Und ja, kommt mit, seid gespannt und let's go! On the way zur Avacas Schlucht. Bis da kann man mit dem Auto fahren. Würde auch noch weitergehen, aber keine Ahnung, wie der Weg dann total einwärts wird. Schauen wir mal, wie lange wir jetzt noch gehen, bis wir zum Eingang kommen. Ja, ich freue mich drauf. Du? So, wir sind jetzt angekommen. Hier am endgültigen Parkplatz von der Avacas Schlucht. Also man kann ohne weiteres mit dem Auto bis hier herunterfahren. Es ist die Straße. Eigentlich total okay, ein, zwei Löcher sind drin, aber dann kann man sich das Hergehen schon nochmal ersparen. Die Avacas-Schlucht zeichnet sich auch durch ihre Pflanzenvielfalt aus. Am Weg entlang findet man überall Informationsschilder zu den einzelnen Pflanzen und den verschiedenen Gesteinsarten. Haben wir Zeit für ein bisschen Real Talk. So sieht es aus, wenn man da nicht ganz in der Früh da ist. Einiges an Menschen hier. Ja, es ist mittlerweile ziemlich warm. Die Centaura acamantis zum Beispiel ist eine einheimische Pflanze, die nur hier auf der Insel Zypern wächst. Die Avacas-Schlucht hat eine Länge von etwa 3 Kilometern und ist zum Teil nur etwa 4 Meter breit. Mit ihren über 30 Meter hohen Felswänden ist sie ein wahres Naturschauspiel. Die Wassermenge variiert je nach Wetterverhältnis. In unserem Fall war sehr wenig Wasser vorhanden, da es schon seit Monaten nicht mehr geregnet hat. So, jetzt sind wir definitiv in der Schlucht angekommen. Schaut euch das an, es ist traumhaft schön. Das Highlight der Schlucht habt ihr jetzt gesehen. Das waren die hohen Felsen hier, wo sich das Wasser in den Jahrtausenden durchgearbeitet hat bis ganz nach unten. Es ist zurzeit fast kein Wasser da, weil es natürlich sehr trocken war die letzten Monate. Aber wenn hier mal gut regnet, dann kann man hier nicht mehr reingehen. Kurz zu sagen, ihr braucht auf alle Fälle ein festes Schuhwerk. Mit Turnschuhe geht es gerade und gerade noch. Wer trittsicher ist, ist okay. Aber wenn jemand nicht so trittsicher ist, auf alle Fälle festere Schuhe anziehen, ist sehr vom Vorteil. Eine Kleinigkeit zum Trinken auf alle Fälle mitnehmen. Das Wasser hier könnte man wahrscheinlich trinken, ist aber vielleicht nicht das Beste. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach draußen. Am Weg Richtung Ausgang. Kurz noch zu sagen, wenn ihr hierher kommt, kommt unbedingt in der Früh her, dann ist der Zustieg unter Anführungszeichen nicht so heiß. Es ist nämlich irre warm jetzt. Wir haben jetzt 12 zu Mittag. Oh ja, es ist auch ziemlich überfüllt hier. Wir sind wieder daheim angekommen und mit dem müsst ihr rechnen. Also sauer bleiben eure Schuhe definitiv nicht.
So, ihr Lieben, ich melde mich jetzt mal ganz kreativ hier aus dem Pool in unserer wunderschönen Unterkunft. Wir haben uns entschieden, die heiße Zeit vom Tag hier im Schatten zu verbringen und ein bisschen am Pool. Ein bisschen Ruhe muss auch mal sein. Und ja, wollte eigentlich ein bisschen jetzt auf unsere Unterkunft eingehen. Also wir sind hier in einem kleinen Dörfchen nördlich von Barfuß. Es ist circa eine halbe Stunde Richtung Barfuß raus. Zu den Preisen ganz kurz. Wir sind jetzt für 2 Nächte hier und haben die Suite hinter mir für 2 Nächte gebucht. Die ist richtig groß. Man hat eigentlich alles drinnen, was man so braucht. Kleine Küche, großes Schlafzimmer, Bad. Ist eher klein, aber reicht voll aus. Und haben dafür jetzt 190 Euro bezahlt. Was hier auch noch super ist, da wir unsere Maus immer mit haben, das ist auch haustierfreundlich. Allerdings sollte man das vorher anmelden. Eine Wärmeempfehlung von uns, wir sind sicher nicht das letzte Mal da. Guten Morgen an Tag 3. Wir sind gerade wieder am Zusammenpacken von unseren Sachen. Jetzt geht nämlich heute wieder weiter. Oh, guten Morgen! Mare ist auch schon topfit? Topfit. Und los geht's! So, auf halber Strecke gibt es da mal einen Zwischenstopp. Und zwar befinden wir uns gerade auf der E711 Richtung Polis. Und wir haben da jetzt einen super schönen Aussichtspunkt gefunden. Wenn man da hinten ganz genau schaut, sieht man schon das Meer. Das ist dann schon Richtung Nordzypern bzw. Richtung Türkei. Wir sind hier am vermeintlichen Parkplatz der Aphrodite-Bäder. Schauen wir mal, wo es da jetzt hingeht. Wir haben uns das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Das normale Auto ist hier Schluss. Hier geht es nur mehr mit Allradwegen, Quad und so weiter darauf Richtung Blaue Lagune. Einem super feinen Sprung hier ins Meerwasser am Paradise Beach machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg Richtung Todesgebirge. Ab jetzt befinden wir uns ca. 3,5 Stunden im Auto und ja, wir freuen uns auf die Fahrt. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir sind nach knapp 4-stündiger Fahrt endlich wieder zu Hause angekommen. Es waren 3 sehr anstrengende, aber wunderschöne Tage. Wir haben noch knapp 700 Kilometer Wegstrecke
hinter uns. Und ja, ich kann jedem, der auf Zypern seinen Urlaub verbringen möchte, wirklich empfehlen, die Insel auf eigene Faust zu erkunden, weil es sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Ob das jetzt Hiking-Trails in den Bergen, wunderschöne Sandstrände oder auch das mediterrane Großstadt-Feeling ist, Zypern bietet sehr, sehr viel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne unten in den Kommentaren stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder nächste Woche bei einem neuen Video.